So, herzlich willkommen zur November-Serie von Insight. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Herzlich willkommen aus Bonn dieses Mal. Mein Name ist Jörg Lehnstetter. Ich bin Direktor der Kommission für die Archäologie osteuropäischer Kulturen hier in Bonn und erkläre jetzt offiziell die Übernahme der Insight-Reihe durch unsere Kommission im November. Ganz kurz zu dieser heutigen Ausgabe. Als wir die Einladung bekommen haben, uns zu beteiligen, haben wir das auch so verstanden, dass es eine gute Möglichkeit ist, für den wissenschaftlichen Nachwuchs hier die Projekte zu präsentieren. Deswegen sind wir auch im Vergleich zu den vielleicht vorhergehenden Reihen ein bisschen zahlreicher. Wir werden heute und beim nächsten Mal also insgesamt sechs Vortragende sein. Aber wie alle das kennen, ein gutes Team ist in der Regel gemischt. Und deswegen haben wir hier auch noch mit Heiko Prümers einen alten Hasen dabei. Und wir denken, dass das die optimale Mischung ist für einen schönen Abend. Wir haben heute thematisch alles Vorträge, die aus Lateinamerika kommen. In der nächsten Woche ist es dann Asien und Ozeanien schwerpunktmäßig. Und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz noch unsere Referenten vorstellen. Also der Ablauf generell wird so sein: Ich stelle kurz die Referentinnen und Referenten vor, dann gibt es die Vorträge und am Ende haben wir eine Fragerunde. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen im Chat stellen. Also im Live-Chat ist es der kleine blaue Knopf unten rechts. Dort können Sie Ihre Fragen stellen, die wir dann notieren und am Ende den Referentinnen und Referenten stellen können. Und für den YouTube, also wer uns über YouTube zuschaut, im YouTube-Chat zum Livestream kann man auch seine Fragen hinterlassen und auch die werden wir am Ende zusammenfassen und stellen. So, aber jetzt wie versprochen zu den Teilnehmern heute. Das ist einmal Franziska Fächer. Der Titel ihres Vortrages ist Archäologische Forschung an der honduranischen Karibikküste. Franziska hat Lateinamerika und Altamerika-Studien sowie Kunstgeschichte in Bonn, in Puebla, also in Mexiko und in Zürich studiert. Sie hat an archäologischen Feldforschungen in Deutschland, Mexiko und Honduras teilgenommen. Seit 2016 führt sie Feldforschungen in Honduras unter der Leitung von Markus Reindl durch. Im Rahmen dieses Projektes hat sie ihre Dissertation, hat sie sich promoviert mit dem Thema Interaktionsnetzwerke in Nordost-Honduras während der späten vorspanischen Periode von 900 bis 1525 nach Christus. Aktuell ist Franziska wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich prähistorische Archäologie an der Universität Zürich und ihre Forschungsinteressen sind Keramikanalyse sowie interdisziplinäre und komparative Archäologie. Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du bei uns bist heute Abend und die Bühne ist dir. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich werde meinen Bildschirm teilen. Ich darf Sie heute mitnehmen an die honduranische Karibikküste und freue mich sehr darüber. Ich möchte Ihnen gerne ein Projekt vorstellen, das seit 2016 stattfindet. Und zwar ist das ein Kooperationsprojekt, wo viele Institutionen daran beteiligt sind, wie Sie schon an den aufgeführten Logos sehen. Es ist ein Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Archäologischen Institut, der Universität in Zürich, dem Museum Riedberg, der Honduranischen Altertumsbehörde und der SLSA. Geleitet wird das Projekt von Markus Reindl und Peter Fuchs. So, kurz zur Orientierung, wo wir uns geografisch befinden. Honduras liegt auf der zentralamerikanischen Landbrücke, die Nordamerika und Südamerika miteinander verbindet. Und in der vorspanischen Zeit war das eine sehr, sehr interessante Region, archäologisch gesehen. Denn wir haben hier mehrere große Kulturräume, die aufeinandertreffen. Das ist einmal Mesoamerika, das Sie sicherlich kennen. Dort haben zum Beispiel die Maya, Azteken gelebt. Es ist das südliche Zentralamerika, das Teile von Honduras einschließt, dann den südlichen Teil der Landbrücke, je nach Definition auch noch Teile von Südamerika. Und es ist die Karibik, die die karibischen Inseln mit einschließt und eigentlich auch die Küstenregionen, die an das Karibische Meer grenzen. Und Sie sehen schon, dass in Honduras
diese drei großen Kulturräume aufeinandertreffen, was es sehr, sehr spannend macht. Diese Situation hat allerdings nicht dazu geführt, dass Honduras besonders gut erforscht worden wäre von den Archäologen, sondern eher im Gegenteil. Die Forschung hat sich vor allem auf den mesoamerikanischen Bereich von Honduras konzentriert. Und die anderen Regionen, wie die Karibikküste und auch das östliche Honduras, wurde kaum erforscht bisher. Es wird nochmal deutlicher, wenn wir auf eine Karte schauen, wo die archäologischen Regionen eingezeichnet sind, in denen bisher Forschung stattgefunden hat. Und man sieht ganz gut, dass sich das wirklich hier im Westen konzentriert. Es liegt daran, dass eben dieser westliche Teil zum mesoamerikanischen Kulturraum gezählt wird. Hier geht man davon aus oder man weiß, dass sich sogenannte Hochkulturen oder komplexe Kulturen entwickelt haben. Und wir haben hier auch noch die große Maya-Stadt Copan, die sehr beeindruckend ist. Es gibt hier Steinarchitektur, kunstvoll bearbeitete Stelen. Und es springt im archäologischen Befund sofort ins Auge. Wenn wir in die östlichen Regionen gehen, dann werden diese archäologischen Forschungen immer spärlicher. Man weiß sehr wenig und so grundlegende Fragen, wie zum Beispiel die Chronologie oder Frage nach Bestattungssitten, wie sieht die materielle Kultur überhaupt aus, die bleiben bisher offen. Das hat dazu geführt, dass diese Region eigentlich als peripher betrachtet wird. Also diesen Hochkulturen im Westen und im Osten war dann die Vorstellung, fand nicht viel statt in der vorspanischen Geschichte. Dieses Gebiet hat uns aber interessiert, weil wir mit dem Gedanken dorthin gegangen sind, dass es das sicherlich auch viel zu bieten hat. Und insbesondere hat uns die Karibikküste, die Atlantikküste interessiert. Die Küstenregionen haben nämlich eine sehr wichtige Rolle eingenommen in vorspanischer Zeit. Sie wissen vielleicht, dass es in Zentralamerika keine großen Transporttiere gab. Pferde, Ochsen und so weiter wurden erst von den Spaniern mitgebracht. Das heißt, alles, was transportiert wurde, wurde von Menschen transportiert. Und da sind Seewege eben sehr, sehr interessant. Und insbesondere weiß man auch von der bisherigen archäologischen Forschung, auch teilweise aus historischen Quellen, dass dieser Seeweg vor allem in der späten vorspanischen Periode, so um die 900 bis 1525 nach Christus, eine wichtige Bedeutung eingenommen hat und dem wollten wir nachgehen. Mit unserem Forschungsgebiet befinden wir uns an der nördlichen Küste. Wir sehen hier eingeblendet Guadalupe, das ist der Ort, auf den wir uns mit den Forschungen konzentriert haben. Sie sehen hier die moderne Siedlung von Guadalupe. Sie sehen, es liegt wirklich direkt am Meer. Die Siedlung ist heute überbaut von modernen Gebäuden, aber wenn man durch den Ort läuft, dann sieht man überall an der Oberfläche solche Keramikkonzentrationen. Und es wird schnell klar, dass sich damals eben vor spanischer Zeit ja auch eine recht große Siedlung befunden haben muss. Wir haben dann Grabungen durchgeführt bei einem architektonischen Rest, den wir gefunden haben, einem Siedlungshügel. Das sehen Sie hier auf der Vermessungskarte im südwestlichen Bereich eines Schulgeländes, wo heute die Primarschule des Ortes liegt, wo das Gelände auch von einer Mauer umgeben ist. Dort im südwestlichen Bereich befindet sich eben dieser Hügel, der uns bei den Begehungen aufgefallen ist. Nochmal ein Foto davon, sieht auf den ersten Blick recht unscheinbar aus, aber eben hier haben wir auch eine ganz starke Konzentration von diesen Keramikscherben und anderen Funden an der Oberfläche gefunden. Als wir mit den Grabungen begonnen haben, sind wir auf eine enorme Konzentration von grob zerschärbten Keramikfragmenten getroffen, gemischt mit anderen Funden. Es waren sehr, sehr viele Muscheln dabei, aber dann auch Dinge wie Obsidian, Grünsteinperlen, Musikinstrumente und auch Werkzeuge wie Spinnwirten. Diese Mischung von verschiedenen Artefakten
Fakten hat uns am Anfang Rätsel aufgegeben, aber uns wurde recht schnell klar, dass es sich hier nicht um normalen Siedlungsabfall handeln kann, auch weil die Keramikfragmente eben sehr groß zerschärbt sind, wir teilweise auch noch fast ganze Gefäße hier auffinden können. Und es wird deutlich, dass die Sachen nicht etwa irgendwie hier als Müllhalde deponiert wurden, sondern dass sie intentionell und wahrscheinlich mit einem rituellen Hintergrund deponiert wurden. Hier nochmal Abbildungen von der Keramik. Und mein Kollege Mike Lines wird Ihnen später noch mehr zu der Keramik erzählen. Aber Sie sehen, dass die Keramik kaum bemalt ist. Sie ist eher verziert mit Applikationen in Mensch- und Tierform mit solchen geometrischen Mustern. Und wenn Sie schon mal zum Beispiel Maya-Keramik gesehen haben, dann kann man sehen, das ist hier wirklich was ganz anderes. Zeitlich befinden wir uns in dieser späten vorspanischen Periode zwischen 900 und 1525 nach Christus. Also zuerst gab es diese Keramikkonzentration, als wir dann aber weitergegraben haben, hat sich da irgendwann ein Ende aufgetan, das ist in etwa einen Meter dick. Diese Konzentration und unterhalb von der Keramikkonzentration finden sich dann mehrere Siedlungshorizonte, so wie Sie das hier im Profil schön sehen können. Und was wir dann in diese Siedlungshorizonte eingebettet gefunden haben, waren Bestattungen. Diese Bestattung, interessanterweise, kann man mit der Keramikkonzentration ganz oben stratigraphisch in Verbindung bringen. Das können Sie hier nochmal an dem Schema sehen. Also oberhalb von diesen Bestattungen gab es nochmal so Bacharike-Konzentrationen. Das stammt von Häusern, die gebaut wurden aus Flechtwerk mit Lehmbewurfen. Und dieser Lehmbewurf wurde gebrannt zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das hat man dann offenbar oberhalb von diesen Keramikkonzentrationen, von den Bestattungen platziert. Aber stratigraphisch besteht da eben eine Verbindung zu diesen Keramikkonzentrationen, sodass wir davon ausgehen, dass es sich hier um einen rituellen Ort handelt, wo Bestattungen eingebracht wurden, wo Festlichkeiten durchgeführt wurden in Verbindung mit diesen Bestattungen und dass die Reste von diesen Festlichkeiten, also einerseits das Geschirr, das man benutzt hat, andererseits aber auch die Essensreste und andere Gegenstände in der Nähe von den Bestattungen deponiert wurden. Gehe ich noch mal kurz zurück, möchte Ihnen nämlich noch mal zeigen, wenn Sie darauf achten, merken Sie, dass einige Knochen, einige Skelettteile fehlen. Hier links ist es recht offensichtlich, das ist der Schädel, aber auch Beckenbereich und hier vor allem Bereich im Oberkörper. Und wir haben auch anthropologische Studien gemacht. Es kann einerseits sein, dass das mit den Erhaltungsbedingungen zu tun hat. Wir wissen aber auch aus ethnohistorischen Quellen, dass in der Region Gräber tatsächlich geöffnet wurden, um dort einzelne Knochen zu entnehmen und mit diesen Knochen wiederum rituelle Handlungen durchzuführen. Und wir haben auch zwar nicht viele, aber einige Befunde in der Nähe dieser Region aus Honduras, die ein ähnliches Bild zeichnen. Mal zurück zu dieser Konzentration von Funden, das war eine sehr gute Ausgangslage für uns, einfach dieser Reichtum, den wir da hatten, auch die Diversität an verschiedenen Artefakten, anhand von diesem Befund aus Netzwerke zu rekonstruieren. Also zu schauen, mit welchen Gebieten und Bereichen hatten denn die Menschen, die früher in Guadalupe gelebt hatten, Kontakt. Und das war ja auch so eigentlich die ursprüngliche Fragestellung, mit der wir dorthin gegangen sind. Und das kann man, die Netzwerke kann man auf verschiedenen regionalen Ebenen rekonstruieren. Es gab sicherlich ein regionales Netzwerk. Hier in dem Gebiet, Sie sehen hier nochmal Guadalupe eingezeichnet mit dem orangen Dreieck direkt an der Küste. Und wir haben dann eben Fundortbegehungen gemacht an diesem Küstenstreifen, aber dann auch südlich im sogenannten Aguantal. Das ist ein sehr, sehr breites und fruchtbares Tal, das sich südlich der Küste erstreckt, das heute genutzt wird für intensiven Anbau von Palmöl. Und man kann vermutlich davon ausgehen, dass das in vorspanischer Zeit auch schon genutzt würde für landwirtschaftliche Aktivitäten. Und anhand der materiellen Kultur dieser
Siedlungen eben an der Küste und auch im Tal kann man erkennen, dass die Bevölkerung damals in sehr starkem Austausch miteinander gelebt haben muss. Das sieht man vor allem an der Keramik, die sehr, sehr ähnlich aussieht, aber auch an anderen Fundkategorien. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Siedlungen hier an der Küste meist so lokalisiert sind, dass sie hier an Niederungen befinden oder an Passagen, die ins südliche Tal führen. Also auch noch ein Hinweis darauf, dass es hier eben starke Verbindungen gab. Neben der Keramik eignet sich auch Obsidian immer ganz hervorragend, um Austauschnetzwerke zu rekonstruieren. In Guadalupe haben wir unglaublich viel Obsidian-Artefakte gefunden, über 700 Stück. Das ist wirklich besonders für diese Region. Es wurde bisher keine Siedlung gefunden mit einem so hohen Aufkommen von Obsidian. Wir haben jetzt in etwa die Hälfte analysieren lassen und auch hier im Obsidian zeigt, dass die Netzwerke nicht auf einer regionalen Ebene Halt gemacht haben, sondern sich weiter erstreckt haben. Wir sehen hier, dass der meiste Obsidian aus dem südlichen Honduras kam, aber auch aus Ixtepec im heutigen Guatemala. Und ein Stück stammt sogar aus Otumba im heutigen Mexiko, das immerhin um die 1000 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Auch mit Grünstein kann man das relativ gut machen. Wir haben unsere Grünsteinobjekte analysieren lassen und es kam raus, dass es sich um echte Jade handelt. Die nächstgelegene Jadequelle befindet sich im Montagua-Tal im heutigen Guatemala. Also auch hier relativ weitreichende Verbindungen, die man da sehen kann. Wenn wir uns jetzt also nochmal Guadalupe anschauen und die verschiedenen Verbindungen, die wir rekonstruieren können, mit Hinblick auf unsere ursprüngliche Fragestellung, dann ist ganz klar, dass Guadalupe in ganz unterschiedliche Netzwerke eingebunden war. Also wir haben den Grünstein, den Obsidian, die eher in die westliche Richtung deuten, Richtung Mesoamerika, auch wenige Metallartefakte gefunden, bei denen ist es ein bisschen schwieriger aufgrund der geringen Menge zu sagen, wo sie genau herkommen. Aber auch hier stilistisch deutet das Ganze eher Richtung Westen, Richtung Mesoamerika. Wenn wir dann aber die Keramik anschauen, die Bestattungssitten und auch in der Steinverarbeitungstradition, zum Beispiel von Reibstein. Und das sind eigentlich alles Dinge, die eher so im Alltäglichen zu verorten sind. Dann sehen wir hier ganz starke Verbindungen in südliche Zentralamerika und sogar teilweise auch bis in die Karibik. Also mit dieser ursprünglichen Fragestellung oder Ausgangslage, dass das östliche Honduras und die Karibikküste als peripher betrachtet werden, die keine Verbindung nach außen haben, dem können wir mit Sicherheit widersprechen. Diese Situation, die wir vorgefunden haben in Guadalupe, kann man jetzt versuchen, mit Hilfe der Netzwerktheorie noch genauer zu ergründen. Wir suchen ja in der Archäologie immer verschiedene Modelle und wir suchen dann immer das Modell zu finden, das am besten die Situation, die wir vorfinden, erklärt. Und es findet sich ein recht gut passendes Modell in der Netzwerktheorie, und zwar in der Theorie oder im Begriff des Brokers. Wenn wir davon ausgehen, dass archäologische Siedlungen Knotenpunkte in Netzwerken darstellen, die miteinander verbunden sind, dann ist ein Broker eine archäologische Siedlung, die Zugang zu ganz unterschiedlichen Netzwerken hat. Es müssen nicht immer sehr starke Verbindungen sein, es sind teilweise auch nur leichte Verbindungen, vielleicht werden da nur wenige Güter hin und her getauscht. Aber es geht eben um diesen Zugang zu vielen verschiedenen Netzwerken. Und durch diese Möglichkeit, den Zugang zu den Netzwerken und den Objekten und vor allem auch Informationen, die dadurch zirkulieren, bekommt dieser Broker, dieser besondere Knotenpunkt, eine ganz besondere Stellung innerhalb von einem Netzwerk. Und das passt für Guadalupe ganz gut, weil wir hier sehen die Verbindung zu verschiedenen Netzwerken, und andererseits hat Guadalupe aber auch wirklich eine besondere Stellung unterhalb diesen Siedlungen, die wir gesehen haben, denn keine andere Siedlung hat ein so derart hohes Aufkommen an Funden, vor allem auch an Obsidian und Objekten, die von weiter herkommen.
Das ist jetzt alles sehr schematisch hier dargestellt. Wenn man das jetzt auf eine Landkarte überträgt, dann kann man sich das in etwa vielleicht so vorstellen. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Karte, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, mit den verschiedenen Kulturregionen, die großen abgegrenzten Bereiche. Und ich denke, dass eigentlich hier, wie es diese Karte zeichnet, nämlich das archäologische Siedlungen sich überall befinden, in Kontakt miteinander sind und vor allem, dass es viel Kontakt entlang der Küste gibt, dass die Regionen miteinander vernetzt sind, dass das eigentlich viel mehr der Realität entspricht als diese Vorstellung, die wir haben von den abgegrenzten Kulturbereichen. Noch ganz kurz ein Ausblick und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Das sind jetzt die wissenschaftlichen Ergebnisse, die ich Ihnen präsentiert habe. Das ist aber nicht das ganze Projekt und zwar auch von Anfang an immer wichtig, was von den Ergebnissen, die wir dort kreieren, auch was vor Ort zu lassen und die lokale Bevölkerung stark mit einzubeziehen. Deshalb bauen wir aktuell mithilfe des Deutschen Archäologischen Instituts, der Deutschen Botschaft in Honduras und der Regula Pestalozzi Stiftung in Guadalupe selbst in der Nähe des Fundorts ein kleines Museum, wo einerseits die Funde eingelagert werden können, andererseits aber auch die wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert werden können. Und am Ende soll dort eine kleine Ausstellung installiert werden, die Sie im Moment noch in Bonn sehen können, falls Sie mal dort sind. Läuft die noch bis Anfang Februar. Danach soll sie in ein anthropologisches Museum in Honduras gehen und am Ende dann eben ihren Platz dauerhaft in dem kleinen Museum in Guadalupe finden. Und ich denke, damit haben wir ein recht gutes Projekt geschaffen, das wirklich die verschiedenen Akteure gut mit einbezieht und dann auch nachhaltig was vor Ort lassen kann. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wie das ist mit archäologischen Projekten, ist das natürlich nicht nur mein eigener Verdienst oder meine eigene Forschung, die ich hier vorstelle, sondern es sind immer wahnsinnig viele Leute daran beteiligt und ich möchte mich bei allen Mitwirkenden und Helfenden ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den nächsten Vorträgen. Ja, vielen Dank, Franzi, für den spannenden Vortrag. Also ich muss auch sagen, immer wieder, wenn ich was dazu sehe, ist es ein tolles Projekt. Und was ihr in der relativ kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt, auch wenn man die nicht ganz einfachen logistischen Rahmenbedingungen bedenkt, das ist wirklich toll. Bis hin von solchen Sachen wie dem Museum oder den Ausstellungen. Also ja, also Respekt, tolles Projekt. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir noch ein bisschen was dazu hören können. Der nächste Vortrag, der sich direkt anschließt, ist von Mike Lyons mit dem Titel Keramik durchleuchtet, archäometrische Analyse der Funde von Guadalupe, Honduras. Hallo Mike, herzlich willkommen. Mike Lyons erwarb seinen Bachelor of Science in Anthropology und Allgemeinwissenschaften an der University of Oregon mit dem Schwerpunkt Archäologie und dem Nebenfach Chemie. Nachdem er in den USA etwa ein Jahr lang in archäologischen Projekten im privaten Sektor gearbeitet hat, kam er nach Deutschland, um an der Universität Bonn seinen Master in Altamerikanistik zu machen. Seine Masterarbeit schrieb er über die Datenstrukturierung für 3D-Rekonstruktionen von Architektur in der Maya-Fundstätte Copan. Während dieser Zeit führte er Feldarbeiten in Honduras durch mit dem Maya-ARC-3D-Projekt des DRI und hat in Mexiko mit dem Ushul Archaeological Project der Universität Bonn ausgegraben. Seine Interessen liegen vor allem in der lateinamerikanischen Archäologie und den Computeranwendungen in der Archäologie, zu denen er in den letzten Jahren auch eine Reihe von Publikationen verfasst hat. Zurzeit promoviert er an der Abteilung für Altamerikanistik der Universität Bonn im Rahmen des Guadalupe Colon Archaeological Project über eine archäometrische Analyse der Keramikfunde aus Guadalupe und Nordost-Honduras. Und darüber wird uns Mike jetzt berichten. Also herzlich willkommen und stage is yours. Okay, danke. Guten Abend. Ich bin Mike Lyons und heute werde ich mit Ihnen über das Thema meiner Dissertation sprechen. Das ist eine archäometrische Analyse des keramischen Materials aus Nordost-Honduras. Die Dissertation ist Teil des archäologischen
archäologischen Projekt Guadalupe Colón und wie Dr. Lindstedt bereits erwähnt, bin ich Doktorand an der Universität Bonn in der Abteilung für Altmechanistik und arbeite derzeit in der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts. Die archäologische Zone Nordost-Honduras befindet sich direkt östlich von der Maya-Region. Und bisher haben sich die Forschungsaktivitäten in Honduras fast ausschließlich auf die bekannteren Maya konzentriert. Dies hat eine ziemlich große Lücke in unserem Verständnis der Menschen hinterlassen, die außerhalb des mesoamerikanischen Raums lebten. Diese Bevölkerung wurde durch Aspekte der Maya-Kultur und der südlichen Kulturen beeinflusst, aber sie hatten auch ihre eigenen Einflüsse auf diese benachbarten Gruppen ausgeübt und hatten ihre eigenen einzigartige Identität gehabt. Und daher müssen wir uns die bescheidenen, aber bedeutenden Gruppen genauer ansehen, um die hochkomplexe und verflochtene Wesen der vorspanischen mittelamerikanischen Lebens besser zu verstehen. So, das Ziel meiner Doktorarbeit, die noch very much in progress ist, besteht darin, einen archäometrischen Ansatz zu verwenden, um drei Forschungsfragen über Nordost-Honduras besser zu verstehen. Eins, was sind die Merkmale der mikroregionalen Austauschnetzwerke zwischen den Fundstätten in Nordost-Honduras? Zwei, wie kann die Art und Weise der Keramikproduktion und Verteilung definiert werden? Dazu gehören das Ausmaß der Zentralisierung oder Dezentralisierung der Keramikproduktion und die Beziehung zwischen lokalen und ausgetauschten Waren. Und drittens, wie lässt sich die Keramik charakterisieren? Und welche Technologien wurden von der lokalen Bevölkerung zur Herstellung ihrer Keramik verwendet? Und dann als zusätzliche Komponente dieses Vortrags werde ich kurz eine neue Methode vorstellen, die ich für die Klassifizierung von Keramik in Dünnschliff mithilfe von Deep Learning entwickelt habe. Wie wir gerade von Frau Dr. Fescher erfahren haben, waren die Bewohner von Nordost-Honduras und der angrenzenden Regionen in weitreichenden Austauschnetzwerke eingebunden. Durch chemische Analysen wurde nachgewiesen, dass die Einwohner von Guadalupe Obsidian nicht nur aus der nahegelegenen Quelle von Huinope im Süden von Honduras bezogen, sondern auch aus Quellen in Guatemala wie Ixtepeque und Esperanza. Es gibt auch Hinweise darauf, dass einige Obsidianer aus Otumba in Zentralmexiko stammen. Darüber hinaus hat Frau Fetcher festgestellt, dass ein Teil der Guadalupe gefundenen Jade wahrscheinlich aus dem Matagua-Tal in Guatemala stammt. So kurz gesagt, die Menschen in Guadalupe und Nordost-Honduras waren sehr aktiv im Tauschhandel, der oft über große Entfernung stattfinden. Im Gegensatz zu den interregionalen Netzwerken ist das Ziel meiner Arbeit, die Produktions- und Austauschnetzwerke auf mikroregionaler Basis besser zu identifizieren. Wie sahen diese Austauschnetzwerke aus? Wurde die Keramik an jeder einzelnen Fundstätte hergestellt? Oder gab es Fundstätte, in denen Keramik hergestellt und dann an benachbarten Städten verteilt wurde? Und wenn es eine Art von Vertrieb gab, wie weit wurden diese Keramiken dann verbreitet? Hängt dies von der Art von der Keramik ab, wie zum Beispiel eine weniger weite Verbreitung für grobe, alltagstaugliche Typen, versus einer großen Verbreitung für fein gearbeitete oder verzierte Typen? Um diese Frage nachzugehen, beginnen wir mit ein paar Hintergrundinformationen zu der Keramik aus Guadalupe und Nordost-Honduras. So, die Keramik aus Guadalupe wird in das Ende der Salin-Periode und der Kokal-Periode datiert, so das heißt 900 bis 1525 nach Christus. Und diese Perioden entsprechen der Terminal Classic und der Post Classic der Maya-Region im Nordwesten. Zu den charakteristischen Merkmalen gehören eine Reihe von Ritzungen und Punktierungen, wie Wellen oder Kreuzmuster,
sowie die Verwendung von Zoomorphen oder anthropomorphen Griffzapfen oder auf Englisch Lugs unterstützen. Zu den üblichen Gefäßformen gehören flache Schalen mit dreibeinigen Stützen, Vorratsgefäße oder Storage Jars und ein paar verschiedene andere Typen. Stilistisch weisen die Keramiken aus Guadalupe eine Reihe gemeinsamer Charakteristika mit Keramiken aus anderen Fundorten in Nordost-Honduras auf. In den Spalten auf der linken Seite sehen Sie zum Beispiel Keramik, die in Guadalupe ausgegraben wurde. Und auf der rechten Seite Keramik aus anderen Fundstätten in Nordost-Honduras, wie zum Beispiel Rio Claro oder El Antigua. Weil der Silberstil mehr oder weniger derselbe Stil in der ganzen Nordost-Honduras-Region existiert, ist es schwierig, den Austausch zwischen regionalen Fundstätten nur anhand des Aussehens der Keramik nachzuweisen. Und das ist ein Problem, der viele archäologische Projekte konfrontiert sind. Daher konzentriert sich meine Arbeit auf das tatsächliche Material der Keramikgefäße, das sich anhand der Tonquelle und der hinzugefügten Magerung unterscheiden lässt. Oder anders ausgedrückt, anhand der keramischen Bahn. So, nach der Analyse der Keramikmaterials in den letzten Jahren in Guadalupe hat sich gezeigt, dass es eine recht große Vielfalt an Keramikwaren gibt. Es gibt mehr als 15 identifizierbare Waren, was wahrscheinlich mehr ist, als man in einem so kleinen Ort erwarten würde. Aber diese würde mit der Interpretation der Fundstätte als Zeremonienort übereinstimmen. Gefäße aus den umliegenden Gebieten wurden nach Guadalupe gebracht und während der Feierlichkeiten zum Gedenken an der Verstorbenen wurden die Gefäße genutzt und anschließend zerbrochen. Die Scherben wurden danach als Teil des Rituals zu einem Hügel aufgeschüttet. Während der Ausgrabungen wurden in Guadalupe und an mehreren benachbarten Fundstätten strategisch Daten gesammelt. In Guadalupe wurde jede stratigraphische Schicht gründlich beprobt, um Beispiele für jede Keramikware zu erhalten. Insgesamt wurden etwas 2500 Keramikscherben ausgewählt, von denen eine Teilmenge für weitere detaillierte Analysen ausgewählt wurde. Zusätzlich zu der Keramiksammlung aus Guadalupe wurden zeitgleiche Fundstätten in der Region zur weiteren Datensammlung ausgewählt. Die bereits beprobten Fundstätten sind blau markiert. Diese umfassen Städten entlang der Nordküste, in der Gebirgskette Nombre de Dios, im Aguantal und auf Guanaja, einer der drei nördlich gelegenen Bay Islands. Für die kommende Field-Saison sind Datensammlungen an den rot markierten Orten geplant. Das heißt auf den beiden anderen Bay Islands, Utila und Roatan, sowie an weiteren Standorten im Osten, Westen und tiefer im Festland. Und wie bereits erwähnt, kommt es bei dieser Arbeit darauf an, das Material zu verstehen, aus dem die Keramik hergestellt wurde, um sie zwischen den einzelnen Fundstätten vergleichen zu können. Zu diesem Zweck wurden zwei Methoden ausgewählt: Dunstschliff-Petrographie und Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie oder XRF. Diese Methoden ermöglichen qualitativ hochwertige Daten durch Beschreibungen von Dünnschliffen, aber auch quantitative Daten, die aus XRF-Tests abgeleitet werden. Und damit erfüllen sie die typische Erwartung an Standard-Keramik-Analysen, indem sie einen Mixed-Mode-Ansatz verfolgen, der eine vielschichtige Betrachtung der Keramik ermöglicht. Und im Folgenden werde ich kurz auf diese beiden Methoden eingehen und erläutern, wie sie hier angewendet werden wurden. Bei der Dünnschliff-Petrographie wird eine 30 Mikrometer dicke Scheibe eines Keramikstücks unter einem Polarisationsmikroskop untersucht. Die beiden Modi des polarisierten Lichts, Plane Polarized und Cross Polarized, ermöglichen die Zusammensetzung der Keramikscherben deutlich zu erkennen. Diese Zusammensetzung besteht aus erstens der keramischen Matrix, zweitens absichtlich hinzugefügte oder natürlich entstandene Magerung und drittens aus Hohlräumen oder auf Englisch Voids.
Die Beschreibungen von Charakteristiken können dann für die Bildung von Gruppen von Keramikwaren verwendet werden. Und bislang wurde diese Technik auf etwas 200 Keramikscherben aus Guadalupe und den umliegenden Fundstätten angewandt, was zu einem klaren Verständnis der verschiedenen Waren aus Guadalupe geführt hat. Und jetzt, sie beginnen nun auch Aufschluss über die Waren der benachbarten Fundstätten zu geben. Die Dünnschliffe ermöglichten eine detaillierte Beschreibung der keramischen Zusammensetzung von Guadalupe und eine vorläufige Gruppierung der Keramikwaren. So sehen Sie hier zum Beispiel mehrere Gruppen von verschiedenen Waren, wobei jedes Bild ein separates Keramikfragment darstellt. In wenigen Clustern gibt es viele Beispiele, die zu einer bestimmten Ware gehören. Jedoch in den meisten Fällen haben die Clustern sehr wenige Beispiele. Dies deutet darauf hin, dass es eine kleine Anzahl von Standardwaren gibt, die relativ häufig vorkommen, und viele weniger verbreitete Typen, von denen wir vielleicht nur zwei oder drei Beispiele haben. Und möglicherweise handelt es sich bei diesen weniger verbreiteten Typen um importierte Waren. Im Gegensatz zur Dünnschliff-Petrographie ist die Röntgenfluoreszenzanalyse ein quantitativer Ansatz. Bei diesem Verfahren wird eine kleine Probe von pulverisiertem keramischem Material mit Röntgenstrahlen beschossen und die dabei emittierten Spektren erfasst. Anhand der Spektren und ihrer Intensität lässt sich dann die Konzentration von Spurenelementen wie Rubidium oder Strontium und von Oxiden wie Magnesium oder Siliziumoxid in jeder Keramikprobe bestimmen. Diese Spurenelemente und Oxide bilden eine Art Signatur oder Fingerabdruck der einzelnen Keramikscherben, die dann zum Vergleich herangezogen werden kann. Bisher wurden dieselbe 200 Scherben, die mit der Dünnschliff-Petrographie analysiert wurden, auch mit den XRF-Verfahren untersucht. Obwohl die Analyse noch nicht abgeschlossen ist, zeigt sie aber bereits vielversprechende Ergebnisse. Mit Hilfe grundlegender statistischer Methoden wie der Hauptkomponentenanalyse auf der linken Seite und der Discriminantenanalyse auf der rechten Seite wurden die Cluster der Keramikwaren von Guadalupe miteinander verglichen und konnten großenteils in klar definierten Gruppen unterteilt werden. Und dies deutet darauf hin, dass jede definierte Ware chemisch unterscheidbar ist und mit den Clustern aus der petrographischen Analyse übereinstimmt. Die Anwendung der gleichen Technik auf Keramik aus regionalen Fundstätten und Guadalupe führt zu ähnlichen Ergebnissen. Die Fundstätten mit sich überschneidenden Clustern und Gruppenausreißern können ein erster Hinweis darauf sein, dass Keramikfragmente an eine andere Fundstätte hergestellt wurden und durch Austausch zu einer neuen Fundstätte gelangten. Oder sogar ein Zeichen dafür, dass mehrere Fundstätten eine gemeinsame Produktionsstätte hatten. In Zukunft werden zusätzliche statistische Verfahren zur Überprüfung der Ergebnisse eingesetzt werden. Dazu gehören Clusteranalysen, Mahalanobis-Distanzen und logistische Regressionen. Aber bevor ich zum Ende meines Vortrags komme, möchte ich noch kurz einen kleinen Abstecher in die Methodik mit Deep Learning machen. Genau wie viele andere Forscher konnte ich in den letzten 2 Jahren wegen der Pandemie leider keine Daten sammeln. In der Zwischenzeit hatte ich jedoch die Möglichkeit, mit neuen Methoden zur Klassifizierung von Keramikwaren zu experimentieren. Und in 2020 und 2021 nutzte ich die Daten, die ich bereits in Honduras gesammelt hatte, um eine neuartige Computer Vision Method zur Automatisierung der Klassifizierung von Keramik mithilfe von Deep Learning zu entwickeln. Und bei dieser Technik werden Convolutional Neural Networks verwendet, um eine Klassifizierung von Keramik zu erlernen, durch wiederholte Betrachtung einer großen Anzahl von petrographischen Bildern. Das Modell kann dann verwendet werden, um automatisch neue Beispiele von Keramikscherben zu klassifizieren, indem Bilder von Keramiken in Dünnschliff eingespeist werden.
Diese Technik kann uns helfen, uns über potenzielle diagnostische Merkmale zu informieren, die wir zuvor nicht bemerkt haben. So in Kombination mit GradCam oder Gradient Weighted Class Activation Maps werden Schlüsselbereiche hervorgehoben, die der Algorithmus als wichtig für die Klassifizierung findet. Und auf diese Weise erhalten wir die Perspektive des Computeralgorithmus, der möglicherweise andere Kriterien für die Klassifizierung verwendet, als der Archäologe, der diese Klassifizierung festgelegt hat. Und theoretisch lässt sich diese Technik auf jede Keramiksammlung mit bestimmten Keramikwaren anwenden. Und wenn Sie daran interessiert sind, empfehle ich Ihnen, die Webseite des Journal of Computer Applications in Archaeology zu besuchen, um sich die neueste Veröffentlichung zu diesem Thema anzusehen. Okay, zurück zum Hauptthema. In Anbetracht der vorläufigen Ergebnisse dieser Forschung scheint es klar zu sein, dass die dargestellte Methode der Verwendung von Petrographie und XRF ein effektives Mittel ist, um die erwähnten Forschungsfragen anzugehen. In Guadalupe konnten bereits verschiedene Gruppierungen von Keramiktypen identifiziert werden. In regionalen Fundstätten sind nach und nach ebenfalls Gruppierungen festzustellen. Der nächste Schritt wird ein intensiver Vergleich der Keramiken zwischen den einzelnen Fundstätten beinhalten, um konkrete Beziehungen zwischen ihnen herzustellen. Der entscheidendste Aspekt der zukünftigen Arbeit ist jedoch die fortgesetzte Datenerfassung an weiteren Fundorten in Nordost-Honduras. Und wie bereits erwähnt, hat Covid den Fortschritt ziemlich verlangsamt, aber die Feldarbeit wird wahrscheinlich Anfang nächstes Jahres wieder aufgenommen und die Probensammlung wird fortgesetzt. So, mit einem vollständigen Datensatz hoffe ich zu einem besseren Verständnis der Interaktionen, Produktionstechniken und Wirtschaftssystemen beizutragen, die die frühen Bewohner des Nordost-Honduras praktiziert haben. Und darüber hinaus soll diese Arbeit auch einen hochwertigen Grunddatensatz keramischer Dünnschliffe und geochemischer Daten für künftige Forscher zur Verfügung stellen. Und dann bin ich fertig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragerunde. So, danke. Vielen Dank, Mike, auch für den Vortrag. Also auch an dich nochmal und natürlich an den Projektleiter Markus Reindl. Glückwunsch zu dem tollen Projekt und den Ergebnissen in dem kurzen Zeitraum. Jetzt, wo ich weiß, dass du auch Chemie studiert hast, glaube ich dir das sogar. Also absolut kompetent. Ich weiß, es gibt schon Fragen, aber ich möchte mich jetzt an das Programm halten. Bitte stellen Sie Ihre Fragen weiter in den Chat. Wir notieren das alles und fragen dann am Ende der Runde. Erstmal vielen Dank, Mike. Und ich gehe jetzt weiter zum nächsten Referenten, also zu unserem letzten Referenten heute. Das ist Heiko Prümers. Der Titel des Vortrags ist aus der Luft begriffen. Also wenn es einen Preis gibt für die besten Wortspiele in den Titeln, ich denke mal, dann hat den Preis unsere Kommission, würde ich sagen. Aus der Luft begriffen, Airborne Laser Scanning von vorspanischen Siedlungen im bolivianischen Amazonastiefland. Entschuldigung. Heiko Prümers ist seit 1992 Referent für Amerika an der Kommission für Archäologie außereuropäische Kulturen. Er studierte in Bonn und Madrid Altamerikanistik, Vor- und Frühgeschichte und Ethnologie. 1990 promovierte er mit einer Arbeit über vorspanische Textilien aus Peru und anschließend war er 2 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter des Grabungsprojekts der Universität Bonn in Yucatan in Mexiko, bevor er zur CARG wechselt. In Bolivien ist er seit 1994 an verschiedenen Orten des Tieflandes tätig. Seit 1999 in den Llanos de Mochos im ausgedehnten Savannengebiet im bolivianischen Teil des Amazonas-Tieflandes. Vor gut einer Woche ist Heiko aus Bolivien zurückgekehrt mit neuen Ergebnissen, über die er jetzt berichten wird. Heiko, herzlich willkommen und geht los. Ja, vielen Dank für die Einführung. Der Sprung, der geografische Sprung von den Vorrednern in den südamerikanischen Kontinent ist relativ groß. Noch dazu, wo ich mich auch nicht in Südamerika mit der Region beschäftige, mit der sich die meisten Leute beschäftigen, nämlich mit der Andenregion, in der die Hochkulturen zu finden sind, in der Hinsicht eine Parallele zu dem Guadalupe-Projekt, das wir
uns Regionen ausgesucht haben, in denen die Forschung bislang etwas gehakt hat. Man sieht hier auf der Karte die Llanos de Mochos im Norden von Bolivien, die Region, die eben Teil des Amazonastieflandes ist. Ich hebe das besonders hervor, weil es für die Forschungsgeschichte relevant ist. Die Grenze hier rot eingezeichnet mit der schwarzen unterbrochenen Linie Amazonien im engeren Sinne, eine Definition, die die EU in Auftrag gegeben hat, also ein Forscherteam, das dort zusammengestellt worden ist, um genau die Grenzen festzulegen von Amazonien. Die Region, in der wir arbeiten, ist diese hier im Südwesten Amazoniens, die Llanos de Mochos. Also wir fallen mitten hinein in dieses Gebiet. Und das ist wichtig, weil für diese Region, also Amazonien insgesamt, seit den 40er Jahren bis vor ungefähr 20 Jahren eigentlich das Verdikt galt, aufgestellt, hauptsächlich sehr prominent zumindest, vertreten von Betty Meggers, dass die Böden dieser Region so schlecht sind, so nährstoffarm, dass sich dort höher stehende Gesellschaften gar nicht entwickeln konnten. Also ein Ökodeterminismus, der eben darauf abhob, dass die komplexen Gesellschaften in dieser Region nicht zu finden sind. Ich denke, das, was ich zeigen werde, wird das Gegenteil beweisen und es sind auch, oder zumindest zeigen, andeuten, und es gibt in der neueren Forschung viele Hinweise darauf, dass Betty Meggers in dieser Hinsicht falsch lag. Das Echo dieses Verdikts oder dieser Lehrmeinung ist allerdings bis heute präsent. Das ist eine Karte, die ich von meinem Kollegen Stephen Rostain, einem französischen Kollegen, sozusagen entliehen habe, der immer darauf hinweist, dass in dem gesamten Amazonasgebiet, das ja immerhin etwas größer ist als Europa, keine einzige UNESCO-Weltkulturerbestätte existiert, was sicherlich nicht darauf zurückzuführen ist, dass es dort keine schützenswerten archäologischen Stätten gibt, sondern dass man diese im Prinzip von vornherein ausgeschlossen hat, sowohl für die Forschung als auch für die Berücksichtigung bei den Vergabeverfahren für UNESCO-Weltkulturerbe. Ich komme jetzt auf unsere Forschungsregion ganz konkret. Das, was wir untersucht haben, in meinem Fall seit 1999, also etwas mehr als 20 Jahre, sind solche Hügel, die man im besten Fall so sehen kann. Das heißt, wenn sie frisch gerodet sind, dann hat man den Blick auf diese Hügel. Ansonsten verschwinden sie eigentlich in der Vegetation und sind kaum auszumachen. Aus diesem Grunde war der erste dieser Hügel, den wir begraben haben, auch einer, den wir bewusst ausgewählt hatten, weil er schon mittig geschnitten war. Man sieht hier in der Bildmitte die Straße, die 50 Meter breite Schneise, die mitten durch den Fundort verlief. An beiden Seiten waren auch Profile, die wir dann untersuchen konnten und an denen wir zeigen konnten, okay, diese Hügel sind von Grund auf künstlich, sie sind entstanden durch Aufbauen von Plattformen, und an den Rändern dieser Plattformen haben sich Schutzschleppen abgelagert, in denen wir sehr viele Funde dokumentieren konnten, die vieles ermöglicht haben an Erkenntnissen über die Siedler. Wir können sagen, sie siedelten dort kontinuierlich über 900 Jahre von ungefähr 500 bis 1400 nach Christus. Innerhalb des keramischen Fundgutes konnten wir 5 Keramikphasen unterscheiden. Wir können etwas sagen über die Ernährungsweisen, über den Gesundheitszustand der Leute und so weiter. Viele Facetten der Menschen, die dort gelebt haben, konnten wir klären. Aber an diesem Fundort, was wir dort nicht klären konnten aufgrund der Zerstörung, war eben das ursprüngliche Aussehen des Fundortes selbst. Das war erst möglich an dem zweiten Fundort, der nur 3 Kilometer entfernt lag, der Loma Salvatierra, der eine ähnliche oder fast identische Siedlungsgeschichte hat, wie sich bei den Grabungen herausgestellt hat. Und der aber, bis wir dort gegraben haben, zumindest keine rezenten Eingriffe erlebt hatte. Und dort konnten wir dann während der Grabungsarbeiten auch umfangreiche Vermessungsarbeiten durchführen. Es war ein Topograf während 3 Kampagnen, also jeweils 3 Monate, also insgesamt 9 Monate beschäftigt, hatte 10 Macheteros, 10 Leute, die eben die Vermessungsschneisen freigehauen haben.
Es war also ein unglaublicher logistischer und finanzieller Aufwand, um diesen Gesamtplan zu erstellen, an dessen Ende dann dieses Produkt steht oder stand. Ein Plan, der um die 20.000 wirklich am Grund vermessene Punkte aufwies. Und im linken Bild sieht man, dass man aus der Luft so nicht viel hat erkennen können. Das Endergebnis hat uns überrascht, weil als wir zum Fundort fuhren, sahen wir immer diesen Damm hier vorne. Und wenn wir die Arbeiter fragten, ja, was ist das für ein Damm, wo führt der hin? Dann hieß es immer, ja, der Damm führt zum See. Also 5 Kilometer südlich des Fundortes gibt es einen See. Und das war die Aussage. Und als der Topograf dann anfing, dem Wall zu folgen, merkte er irgendwann, oh, der führt nicht zum See, sondern der führt um den Fundort herum. Und so kamen wir langsam, aber sicher dazu, das Bild, was ich Ihnen hier präsentieren kann, vollständig vor Augen zu haben. Und da wurde uns klar, dass das, was man bisher gesehen hatte, nämlich der kleine Hügel hier im Zentrum, eben nur ein kleiner Hügel im Zentrum großer Anlagen war und dass das wahrscheinlich auch für die anderen Fundorte zutrifft. Belegen konnten wir das aber nicht, weil von den Fundorten, die wir aus Prospektionen kannten, und Prospektionen in der Gegend sind nicht nur aufgrund des Bewuchses schwierig, sondern auch aufgrund der Landbesitzverhältnisse, denn man kommt nicht einfach überall auf jedes Gelände, weil öffentliche Straßen praktisch nicht existieren. Alle Straßen sind Privateigentum. Und jedes Mal, wenn man irgendwo eine Estancia oder so etwas betreten möchte, muss man den Besitzer fragen. Der lebt meistens nicht in der Region, sondern in Santa Cruz, 500 Kilometer weiter südlich. Und sein Verwalter macht nichts ohne Anweisung des Besitzers. Also ein sehr komplizierter, aufwendiger Prozess, die Fundorte überhaupt besuchen zu können und geschweige denn dort größere Arbeiten durchzuführen. Umso interessanter ist es natürlich, dass wir heutzutage mit einem Helikopter aus der Luft diese Fundorte kartieren können. Und wir hatten das große Glück, in einer Kooperationsarbeit mit der Universität Exeter im Jahr 2019 eine solche Befliegung durchführen zu können. Wir haben 200 Quadratkilometer überflogen. Und in diesem Jahr haben wir eine ähnliche Befliegung, natürlich im wesentlich reduzierterem Maßstab, mit einer Drohne, die erst seit diesem Jahr auf dem Markt ist, durchgeführt. Und eines der ersten Objekte, das wir so vermessen haben, war natürlich auch wieder die Lomas de la Tierra. Das hat uns nicht 9 Monate, sondern 4 Stunden gekostet, 4 Stunden Flug und vielleicht noch einen Tag Auswertung. Und dann hatten wir diesen Plan. So viel zu der Effektivität der neuen Methode der leider Befliegung und leider Vermessung. Und natürlich haben wir während der großen Befliegung mit dem Helikopter auch Anlagen befliegen können, die wir mit der Drohne so nicht erreicht hätten und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Flüge für hätten aufwenden müssen, unter anderem den größten Fundort oder einen der größten Fundorte, den wir in der Region kennen, mit 147 Hektar, die Loma Cotoca, die im Prinzip alles, was wir bisher kannten, komplett auf den Kopf gestellt hat und unseren Horizont stark erweitert hat, weil sie eben zeigt oder dieser Fundort zeigt, dass wir es mit einem wesentlich größeren Phänomen als bislang angenommen zu tun haben. Man sieht hier im Detail sehr schön die Plattform, die auf einer zentralen, all das ist erhöhtes Land. Drumherum wurde eben Erde abgegraben, hier aufgeschüttet, eine Terrasse, eine künstliche Terrasse, und darauf sind Plattformbauten errichtet worden. Man sieht in diesem Profil hier unten sehr schön, dass dieser Plattformbau durchaus mit 22 Meter über dem Savannenboden dem entspricht, was in anderen Regionen eine Pyramide genannt wird. Wir haben auch solche U-förmigen Plattformen, die man in Amazonien jetzt nicht vermuten würde, sondern eher im benachbarten Andenraum, wo sie seit dem Formativum gängig und sehr verbreitet sind. Auch das bedarf sicherlich noch der Klärung. Und dann haben wir in diesem Fundort einige sehr interessante Details im Plan erkennen können, wie diese Plattformen, die an den Intersektionen von den dammartigen Wegen und den Umwallungen zu finden sind, die sicherlich eine Art Kontrollfunktion hatten, also den Eingang zum Fundort regulierten bzw. ermöglichten die Regulation
Es ist auch auffällig, dass die Dämme nicht durchgehen, sondern hier unterbrochen sind, sodass wir vielleicht davon ausgehen können, auch hier zeigt sich, dass dort hölzerne Bauten vorhanden waren, die im Falle von Verteidigungsnotfällen entfernt werden konnten. Also geplante Elemente innerhalb der Dorfstruktur oder der Siedlungsstruktur, die durchaus interessant sind und die weiter untersucht werden müssen. An einem weiteren Fund der Loma Landiva, der relativ isoliert in der Landschaft liegt, aber auch wieder durch sternförmig vom Fundort abgehende dammartige Wege mit dem Umfeld verbunden ist, ist die Plattform hier im Zentrum 6 Meter hoch. Die Plattformen, die auf dieser Terrasse stehen, sind relativ klein, aber alleine dieses zentrale Grundelement, wenn man so will, ist von der Arbeitsleistung mit 6 Meter Höhe ein unglaubliches Bauwerk. Und auch hier wieder diese dammartigen Wege, die Wallanlage, die den Fundort umgibt. Und dort konnten wir zum ersten Mal in größerer Menge diese Art von Bassins dokumentieren. Solche Bassins sind auch zwei davon in der Nähe von der Loma Salvaterra zu dokumentieren gewesen. Hier sieht man ein solches Foto. Das sind 60 Meter Durchmesser, eine Kuh im Vergleich, als Größenvergleich. Die Wassermenge, die in einem solchen Basson, wenn man davon ausgeht, dass es 2 Meter Tiefe hat, gespeichert werden kann, würde ausreichen, um 1000 Leute ungefähr 3 Monate lang mit Trinkwasser zu versorgen, wenn man den Daten der WHO für Länder in den Tropen, also wenn man die als Rechengrundlage zugrunde legt. Auch in diesem Fundort, den wir dieses Jahr mit der Drohne dokumentiert haben, findet sich ein solches Bassin. Es ist also etwas, was sich an vielen Fundorten der Region anzutreffen ist. Und man fragt sich natürlich, wieso in Amazonien, einem Gebiet, das wir mit viel Wasser, mit viel Regen in Verbindung bringen, durchgängig solche Bassins zu finden sind. Und wir denken, dass man in Betracht ziehen sollte, dass die Anlagen entstanden sind, als das Klima deutlich trockener war, als wir es heute kennen. Auch bei diesem Fundort ist zu erkennen, dass hier eine ältere Umwallung offenbar zugunsten einer neueren, als der Fundort gewachsen ist, aufgegeben wurde. Etwas, was ebenfalls bei der Loma Kotoka der Fall gewesen ist. Dort haben wir sogar 3 verschiedene Umwallungssysteme, die zeigen, dass der Fundort nach und nach entstanden und gewachsen ist. Und auch da würde man natürlich durch Grabungen viele Details noch gerne abdecken können, aber das wird sicherlich so viele Jahre in Anspruch nehmen, dass meine Zeit, ich bin ja nun ein alter Hase, nicht mehr werde machen können. Außer den einzelnen Fundorten, was neben den einzelnen Fundorten, die wir nun kartieren können, besonders spannend für uns war, ist auch die Tatsache, dass die Fundorte untereinander sehr engmaschig vernetzt sind. Also alles, was rot eingetragen hier sind, dammartige Wege, das sind die einzelnen Fundorte. Man sieht, sie sind miteinander verbunden, was zum einen zeigt, dass sie gleichzeitig in Betrieb waren. Dann zeigt es, dass die Menschen, die dort gelebt haben, offenbar das Bedürfnis verspürten, zu interagieren, dass man also dem gleichen Kulturkreis angehörte, der gleichen Kultur, dass man Warenaustausch oder generell Austausch von einem Dorf zum anderen betrieben hat, eng vernetzt war. Und dies über eine große Region hinweg. Die um jeden Fundort sind auf dieser Karte 5 Kilometer Buffer eingezeichnet. Das heißt 5 Kilometer, 1 Stunde Fußmarsch. Innerhalb von 1 Stunde Fußmarsch erreicht man von jedem einzelnen dieser Fundorte einen weiteren. Das heißt, die gesamte Region war dichtest aufgesiedelt und wir kennen mit Sicherheit nicht alle Fundorte, sondern es ist von mindestens der doppelten Menge an Fundorten auszugehen, vielleicht sogar das 3- oder 4-fache. Und das Gebiet wird sich sicherlich hier nach Osten noch deutlich ausdehnen. Unser Bild von Amazonien als Wald, intakte Waldfläche, ist also auch für die, nicht nur heute, nicht korrekt, sondern auch für die Vergangenheit sicherlich falsch. Denn dort, wo
wir heute Landwirtschaft sehen. Also das ist das heutige Bild Amazoniens in weiten Teilen. Agroindustrie war früher dicht besiedeltes Land. Leider ist vieles davon jetzt stark in Gefahr, denn die neuen Siedler, meistens Mennoniten und Leute aus dem Hochland von Bolivien, die keinen Vertrag haben mit den archäologischen Stätten, die sie in dieser Region antreffen, weil das ist nicht ihre Geschichte, in Anführungsstrichen, schieden das mit Planierrauben weg. Und was am Ende davon übrig bleibt, sieht so aus. Das ist ein Bild direkt aus der Nachbarschaft der Loma Salvatierra. Viele von den Kanälen und Dämmen, die wir dort in der Region, in der Umgebung des Fundortes noch dokumentieren konnten, sind unwiederbringlich verschwunden. Insofern wäre eine großflächige Dokumentation dieser Anlagen, die 500 Jahre überdauert haben, weil über lange Zeit dort diese Region praktisch nicht besiedelt war, werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren verschwinden. Auch ich bedanke mich natürlich bei allen den Mitarbeitern, die über 20 Jahre hinweg sehr, sehr viele gewesen sind, hier nur einige wenige, und hoffe jetzt, bedanke mich natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank, Heiko, für den Vortrag. Also ich habe ja solche Sachen von dir schon gesehen, aber ich bin immer wieder beeindruckt. Also du machst uns zu Zeugen von Paradigmenwechseln, also auf der einen Seite natürlich technisch, also was sozusagen der Einsatz von Drohnen in dem Fall oder von Hubschraubern für eine Masse an Daten und ein Zugewinn an Informationen bedeutet. Auf der anderen Seite natürlich auch inhaltlich, also dass du zeigen kannst, dass Regionen und damit auch Gruppen in der Vergangenheit, denen man sowas nicht zugetraut hat, in bester kolonialer Manie, jetzt diese urbanen Zentren oder riesigen Anlagen zumindest sichtbar machst, in denen ja offensichtlich eine Menge, also Arbeitskraft steckt und wo noch die Fragen sind, wie sie genutzt sind. Und auf der anderen Seite, das hat mich echt schockiert, das letzte Bild, also auch an was für einer Schwelle wir gerade stehen, was das Thema Erhaltung betrifft. Also wie dramatisch der Verlust an archäologischen Fundstellen ist. Also wir alle haben, glaube ich, auch eher den Verlust an Biomasse im Kopf, wenn wir an die Feuer denken im Amazonasgebiet. Das ist schon dramatisch, aber auch das ist natürlich jetzt hier auch was vielleicht nicht jeder sieht, ne? Auch ein ganz dramatischer Wechsel. Ja, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz schon mal eine Frage an dich. Also ich finde das ja immer super spannend, wenn man sieht, dass Dinge mit verschiedenen Methoden gemacht worden sind. Man denkt zwar immer so, es ist ein Verlust von Arbeitszeit, aber ich finde es toll, dass du auf der einen Seite die traditionelle Vermessung hast von der Loma Salvatierra und dann jetzt mit der Drohne. Würdest du denn sagen, die Ergebnisse sind nahezu identisch? Also der Unterschied im Aufwand ist natürlich sichtbar. Aber würdest du sagen, die Ergebnisse sind nahezu identisch? Das heißt, auch die Daten aus der Vergangenheit gut verwendbar? Oder siehst du da wirklich richtig Unterschiede in den Ergebnissen dieser beiden Methoden? Also der klassischen Vermessung vor Ort mit 9 Monaten und der Drohnenbefliegung? Haben gut gearbeitet, auch damals. Insofern, ja, das muss ich schon betonen. Nein, der Plan von 9 Monate Arbeit sind nicht umsonst investiert gewesen. Es ist, man hätte sich die Neubefliegung sparen können, aber man macht es natürlich auch, um sicherzugehen, dass man damals gut gearbeitet hat. Und wir können das, also der eine Tag, den man dann für die Neuvermessung investiert, ist dort auch gut angelegt. Ich kann sagen, wir haben eigentlich nichts Wesentliches übersehen. Also der Topograf, den ich dort hatte, Renan Toripo, hat hervorragende Arbeit geleistet. Und es ist nicht einfach, denn das Gebiet ist häufig sehr schwammig. Und also das Gerät hat manchmal einen Meter tiefer gegraben, damit das Gerät irgendwann auf dem festen Untergrund stand, die Totalstation. Also es war schon eine Herausforderung, das so zu vermessen. Aber es hat geklappt, und der Unterschied ist natürlich, klar, man kann viel mehr. Wir haben jetzt natürlich nicht nur den zentralen Bereich des Fundortes mit der Drohne überflogen, sondern auch noch die ganzen Außenbereiche in Anführungsstrichen, und das ist dann das Plus. Also man bekommt viel mehr, man kann das räumliche, geografische Setting, in dem der Fundort liegt, auch mit berücksichtigen und darstellen, und das ist natürlich ein großer, großer Unterschied. Ja,
Okay, vielen Dank. Vielleicht, also es sind mehrere Fragen im Chat. Ich springe jetzt mal in den Chat rüber und bleibe aber direkt auch bei dir, weil wir gerade zusammen sind. Hier ist eine Frage von Eduard Schabronski, und zwar, was waren das für helle Punkte am Boden im letzten Bild? Also es ist durch eher eine Verständnisfrage. Da waren also ganz viele, habe ich auch gesehen, so runde Strukturen in dem Bild, wo quasi die Fundstelle abgeschoben war. War euch dein letztes Bild? Wo der Fundort abgeschoben war. Ja, also das Bild, wo du es gezeigt hast, wie dort planiert worden ist. Ah, ja. Ich sehe sie. Das sind Termitenhügel. Ah, okay. Die kleinen weißen Punkte, ja. Schnelle, klare Antwort. Okay, dann habe ich jetzt hier eine Frage für Franzi, also zum Thema Keramik. Und zwar die Frage geht im Prinzip darum, du hast halt von stilistischen Unterschieden gesehen. Also ich habe noch im Kopf, dass du sagst, wer Maya-Keramik kennt, der sieht den Unterschied. Die Frage geht, so verstehe ich das, in die Richtung, was macht denn die, sagen wir mal, stilistisch gesehen, diese lokale Keramik aus? Also was sind die Merkmale? Genau. Danke für die Frage. Also es ist tatsächlich interessant, dass wir in Guadalupe kaum bemalte Keramik haben. Also für den angrenzenden mesoamerikanischen Raum, Maya-Gebiet, auch im Olua-Tal im Westen, haben wir ganz viel polychrome Keramik. Und die gibt es auch in nordöstlichen Honduras in den früheren Perioden. Es ist auch eher bemalt, aber dann in der späten Zeit geht das ganz stark zurück. Wir haben eben vor allem Keramik mit solchen Appliken, also die so verziert sind mit diesen Appliken, die eben wie so Tierköpfchen ausgestaltet sind oder auch in anthropomorpher Form und Ritzverzierungen in geometrischen Mustern. Wellenmuster kommt ganz oft vor oder solches Zickzackmuster. Und das ist einerseits sehr spezifisch für das nordöstliche Honduras. Das finden wir in dieser Region auch auf den vorgelagerten Inseln. Immer wieder auch ähnliche Motive. Und andererseits sehen wir aber da auch eine ganz starke Verbindung eben ins südliche Zentralamerika. Das kann man auch regional ein bisschen eingrenzen. Das ist vor allem Costa Rica, Atlantikküste. Und wo dieser Stil eben auch vorherrschend ist in der Zeit. Also nicht so sehr Bemalung, sondern diese Nutzung von verschiedenen Appliken. Okay, vielen Dank. Die zweite Frage geht auch um Keramik, aber ich denke, die geht eher an Mike. Und zwar, also die Stärke von archäometrischen Ansätzen ist natürlich vor allem auch die Provenienzanalyse, also die Rohmaterialnutzung, die Herkunft, Mobilität. Die Frage hier im Chat geht eher in die Richtung, helfen diese archäometrischen Analysen auch dabei, die Chronologie in der Region zu verbessern. Also kannst du auch sagen, dass in bestimmten Phasen bestimmte Keramikgruppen überwiegen, und hilft das sozusagen in der Feingliederung auch der Fundstellen? Okay, ich werde diese Frage vielleicht auf Englisch antworten, wenn das okay ist. But I think an archaeometric analysis of the ceramics can lead to a clearer definition of the dating. I'm not planning on going into this. I think it would distract from the goal of my work to describe the exchange relationships between the various sites during this specific period. But I do already have several examples of ceramics that I've tested chemically and petrographically from the different periods. So from Saline period, from Coyamel period, from Kokal period, and they do all have very different compositions. But I think to approach this more closely and more scientifically soundly, I would direct a study specifically at that topic and see what results you can get out of it. But I won't be going into that in my work. Okay. Ja, vielen Dank. Also ich denke, ja, da wird in Zukunft noch eine Menge kommen. Also wir werden bestimmt noch Vorträge hören, und vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar mehr Informationen zu den Fragen. Noch eine Frage von mir jetzt mal an Franzi. Das kam mir jetzt gerade noch mal bei einem Vortrag. Die Periode, über die du gesprochen hast, geht ja bis 1525, habe ich das im Kopf. Ich habe so in Erinnerung, dass gerade eine der direkt vor der Küste eures Arbeitsgebiets liegenden Inseln auch ein Ort ist, wo Kolumbus das erste Mal quasi auf Festland getroffen ist.
So, mein Schulwissen sagt mir 1492 und die Jahre danach war das ungefähr. Gibt es denn Hinweise auf Kontakte in dem Arbeitsgebiet, wo ihr seid, vielleicht in den Grabungen? Also überhaupt ist es potenziell möglich oder habt ihr da vielleicht quasi schon was gefunden, was so eine Kontaktarchäologie ermöglicht? Also erster Impact der europäischen Kolonisation oder eine Reaktion darauf? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also wir befinden uns tatsächlich in einem Gebiet, wo Kolumbus bei seiner vierten Reise dann erstmals das Festland betreten hat. Und es ist ganz nah in der Nähe von unserem Fundort an so einer Landspitze, die noch rausgeht nach Norden. Bisher haben wir keine, also in Guadalupe oder auch in anderen Fundorten bei der Begehung, keine Hinweise auf Kontakt in der Kolonialzeit gefunden. Allerdings wissen wir, dass sich die Spanier dann später auch dort angesiedelt haben. Deshalb auch so ein bisschen die zeitliche Verzögerung. Kolumbus ist dann ja wieder weggegangen, hat nicht viel Einfluss da hinterlassen. Es kommt dann erst mit den späteren Eroberern. Und dann wurde aber auch in Trujillo, also das ist 15 Kilometer von Guadalupe entfernt, wurde die erste Festung in Honduras von den Spaniern errichtet. Also wir haben eine ganz frühe Präsenz von den Spaniern. Wir wissen auch aus ethnohistorischen Berichten, dass dort indigene Gruppen ansässig waren. Aber wie das tatsächlich stattgefunden hat, also dass wir jetzt zum Beispiel archäologische Funde hätten aus dieser späten vorspanischen Periode gemischt mit kolonialzeitlichen Materialien, das haben wir noch nicht gefunden. Ist aber eine sehr interessante Fragestellung in dem Gebiet. Ja, ist ja auch noch, es sind ja im Prinzip noch Nadelstiche in einem sehr, also wie du ja gesagt hast, auch noch nicht besonders dicht untersuchten Gebiet. Also genau. Ja. Also vielleicht kriegen wir da in Zukunft auch noch was. Das ist aber auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht auch nochmal um deine oder euer Arbeitsgebiet so ein bisschen mit dem, auch einem der Kernarbeitsgebiete des DRI mit zu verbinden, nämlich dem Mittelmeerraum. Also so wie ich das sehe, also ich habe ja auch lange Zeit im westlichen Mittelmeerraum gearbeitet, Kontakte zwischen Nordafrika und Spanien. Und die Karibik, also das Gebiet, was du uns gezeigt hast, ist ja von der Größe her vergleichbar. Kannst du sonst was sagen, so im Vergleich Mittelmeerraum, Karibik, über die Kontakte zwischen den Inseln und dem Festland und ist es vergleichbar oder nicht? Ja, das ist auch eine Frage, die in der letzten Zeit immer mehr an Aktualität gewinnt. Und jetzt muss ich kurz noch ein bisschen ausholen. Es hat eigentlich schon früh diese Idee eines zirkumkaribischen Raums bestanden. Also, dass es Kontakte gab zwischen zentralamerikanischem Festland und den karibischen Inseln. Das ist dann aber wieder so ein bisschen weggegangen, weil man sich auch in der Forschungstradition unterschiedlich fokussiert hat. Also dann hat man eben auf dem Festland geforscht oder auf den Inseln, aber es gab wenig Austausch zwischen den Archäologen selbst. Und so in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, kommt das wieder, dass man sich wirklich die Frage stellt, wie waren die Menschen dort in Kontakt? Und ich denke, das waren sie sicher und in viel größerem Maße, als wir uns das heute vorstellen. Wenn man es jetzt mit dem Mittelmeerraum vergleicht, haben wir die besondere Situation, dass wir vermutlich, dass sich die Menschen dort nur mit Kanus bewegt haben in der Karibik. Also es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass das Segel erfunden wurde. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Kontakt vor allem entlang der Küsten stattgefunden hat. Und das wäre ein Unterschied im Vergleich zum Mittelmeer, man ja seetaugliche Schiffe hat und da wirklich auch weite Distanzen über dem offenen Meer zurücklegen kann. Und was wir auch, was uns ein bisschen fehlt in der Karibik, ist, dass wir die Anlegestellen dadurch auch schwer rekonstruieren können, weil mit dem Kanu kann man theoretisch überall, wo es irgendwie seicht ist, kann man an die Küste ranfahren. Und im Mittelmeerraum gibt es natürlich die Häfen, die man gut rekonstruieren kann und dadurch dann auch wieder die verschiedenen Wege rekonstruieren kann. Das fehlt uns im karibischen Raum, aber ich denke, auch da wird in den nächsten Jahren einiges zu passieren, weil es eine sehr interessante Fragestellung ist. Also du findest schon, dass es wert ist, sich die beiden Regionen mal anzugucken. Es ist nicht so, dass sie nur die Unterschiede überwiegen, sondern man kann sich durchaus auch vielleicht dadurch inspiriert auch mal bestimmten Fragestellungen widmen, die im anderen Gebiet vielleicht schon weiterentwickelt sind. Ja, absolut. Ich glaube, das ist immer auch eine spannende gedankliche Reise, die man da unternehmen kann, wenn man verschiedene Gebiete
vergleicht. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Kommission in Bonn, ne, dass wir da so viele verschiedene Regionen unter einem Haus oder einem Dach haben und man sich da gut austauschen kann. Das finde ich auch. Gut, danke, Franz. Ich habe noch eine Frage für Heiko, und zwar diese doch großen Strukturen, die du da gezeigt hast. Ich weiß, es ist schwierig, da gerade in den Außenbereichen das Ganze mal zu ergraben. Also es ist wahrscheinlich nicht zu sehen, was dort an Binnenstrukturen, also du hast zwar ein paar Sachen schon gezeigt, ja, wie diese Erhöhung zum Beispiel am Ende der Dämme, aber ansonsten ist es sicherlich auch schwierig, Binnenstrukturen zu erkennen und noch schwieriger, es auszugraben. Kannst du schon was sagen zur Nutzung? Also sind es permanent besiedelte Gebiete? Also kann man von urbanen Zentren sprechen oder ist es eher was wir auch aus anderen Regionen weltweit natürlich kennen, dass solche große, auch gerade umwallte Anlagen vielleicht auch Gebiete sind, die nur temporär genutzt worden sind oder Orte, die nur temporär genutzt worden sind zu Treffen, Feastings, rituell identitätsstiftenden Treffen. Hast du da schon eine Idee? Ja, Idee natürlich, ob man das beweisen kann, beziehungsweise ob die anderen der Meinung, die ich dann vertrete, folgen werden, ist eine andere Sache. Aber ich gehe davon aus, dass die Befunde, die wir in der Loma Mendoza und der Loma Salvatierra hatten, eindeutig für Siedlung sprechen. Also für kontinuierlich genutzte Orte, die nicht nur für bestimmte Anlässe aufgesucht worden sind. Es wäre auch schwierig zu erklären, also, wo die Leute gelebt haben sollen, die dort so viele Feste veranstaltet hätten. Wenn wir jetzt also ein so unglaublich dichtes Netzwerk hätten von Zeremonialstätten, aber keine Siedlungen dazu, dann hätten wir doch, denke ich mal, eine größere Erklärungsnot, als wenn wir uns mit der einfacheren Variante zufrieden geben würden und sagen, okay, das sind die Siedlungen, was durchaus wahrscheinlicher ist. Und das ist zum Beispiel mein Problem, was ich habe mit der Interpretation der Anlagen in Brasilien, Südwestbrasilien, im Acre, die sogenannten Geoglyphos, die eben als Zeremonialzentren deklariert worden sind. Ich sage bewusst deklariert, obwohl vieles dafür spricht, dass es eben auch Siedlungen sind. Bloß eben sind die Siedlungsreste nicht so ausgeprägt, wie man sich das häufig wünscht. Vielleicht, weil man eben auch häufiger den Ort gewechselt hat und ein Grund deshalb. Dafür könnte es sein, dass es so viele davon gibt. Aber ansonsten gibt es auch dort sehr viele Anzeichen dafür, dass wir dort Siedlungen haben, die ebenfalls mit Straßen, Dammwegen, genau wie bei uns in der Region, miteinander verbunden sind. Und einige davon scheinen bis ins frühe 19. Jahrhundert existiert zu haben. Sie werden also in Reisebeschreibungen von Europäern noch beschrieben, die kilometerweit über diese Dammwege gereist sind. Ja. Und das ist etwas, was irgendwann verloren gegangen ist. Nach dem Kautschukboom ist Amazonien in einen Dornröschenschlaf verfallen und ist es viel weniger belebt, als wir das in der Vergangenheit wahrscheinlich gehabt haben. Ja, super spannend. Also weil du gerade die Dämme nochmal erwähnst, also du bist ja jetzt eher davon ausgegangen, habe ich richtig verstanden, dass sie vielleicht fortifikatorischen Hintergrund haben. Ich kann mich aber auch an Bilder erinnern, wo teilweise also deine Fundstellen oder diese Hügel im Wasser stehen, also dass sie sozusagen nach dem Regen das rundherum quasi ja da Wasser steht für eine gewisse Zeit, also dass es was mit Wassermanagement zu tun hat und dass diese Lücken, wo du sagst, die könnten eventuell mit organischen Einbauten geöffnet oder geschlossen worden sein, dass das vielleicht auch was mit Bewässerung zu tun hat, also Wasser drin zu halten oder Wasser abzulassen. Möglich wäre es. Die andere Variante ist, dass es eben, wie gesagt, zu der Zeit trockener war. Und das, also es gibt natürlich Wasserburgen. Also es gibt durchaus Städte, die von Wasser umgeben sind. Aber das sind dann, sagen wir mal, 10 Meter breite Wassergräben. Aber keine 100 Meter breiten Flächen, die aus reinem Wasser bestehen. Wie es in dem Fall wäre von der Loma Cotoca, denn da hat man rund um das Zentrum Erde entnommen und das sind 100 Meter breite Bereiche. Entweder war es dort wesentlich trockener und man konnte dort einfach siedeln, oder vielleicht haben dort auch Fallbauten gestanden und dann war das mit dem Wasser im Prinzip gar kein Problem.
Ja, das ist etwas, was schon Nordenskjöld, einer der frühen Forscher, ein schwedischer Ethnologe, der in der Region als erster tätig war, postuliert hat, weil eben in diesen Siedlungshügeln auch sehr große Scherben gefunden worden sind. Und er sagte, hier haben die Leute nicht den Boden berührt, sind nicht auf den Boden umgelaufen, sondern sie haben auf Fallbauten gelebt. Und deshalb sind die Keramikfragmente, die darunter liegen, unter den Fallbauten gut erhalten. Das wäre eine andere Interpretation. Ja, also, aber da bedürfte es noch vielen Grabungen. Das Problem ist, oder beziehungsweise Geomagnetik wäre eine tolle Sache in diesen Außenbereichen, wenn da nicht so viele Bäume stünden. Das ist das große Hindernis. Also, es ist ja schön, dass da noch ein paar stehen. Es ist sehr schön, ja, ja, klar. Aber für die archäologische Forschung ist es natürlich in diesem Fall ein großes Hindernis. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Also ich finde es auch spannend, auch wie Franzi gesagt hat, also dieser Vergleich zum Mittelmeerraum und in deinem Fall auch dieses Thema eben von umwallten Anlagen dieser Größenordnung, ob man jetzt an Göbel denken mag oder die mittelneolithischen Wallanlagen in Mitteleuropa. Also ich finde es auch ein tolles Thema, was man sich also überregional anschauen kann und sich da mal inspirieren lassen bei anderer Forschung oder auch eben die Forschung in anderen Gebieten inspirieren. Und ich finde, da hast du auch ganz tolle Daten vorgelegt und interessante Fragen, die wir noch folgen können. Okay, wir haben die anderthalb Stunden fast rum. Deswegen würde ich gerne den Amerika-Tag oder den Amerika-Abend heute beschließen. Vielen Dank an die Fragen aus dem Publikum und vielen Dank nochmal an die Referentinnen und Referenten. Was mir noch bleibt, ist die nächste Woche noch anzukündigen. Also es gibt noch einen zweiten Termin, den wir von Bonn aus bespielen werden. Wie ich schon erwähnt habe, diesmal mit dem Schwerpunkt Asien und Ozeanien. Wir haben ja einmal den Vortrag von Henrik Roland über digitale Archäologie im mongolischen Orchontal, dann von Sonja Tommaso von der Universität Liège, archäologische Forschung auf der Insel Malaita, auf den Salomonen, funktionale Untersuchung an prähistorischen Steinartefakten und der dritte Vortrag von Annette Kühlem, von die mit der Universität Kiel zusammenarbeitet, und Christian Hartelreiter von uns hier aus der Kommission in Bonn zum Thema der Sitz der Götter, die Riesenschlange und die große Flut, die monumentalen Erdwerke Palaus in Mikronesien. Also Annette und Christian sind im Moment noch in Palau und werden dann ihren Vortrag von da aus halten. Wir sind gespannt, was alles so funktioniert und auf die brandfrischen Ergebnisse sozusagen. Also nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss.